Also das Filmcamp ist eine Zusammenführung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und zusammen einen Film realisieren. Eigentlich mehrere Filme. Stimmt. Also, Jugendliche kommen zusammen, interessieren sich für Medien und Filme und machen auch Filme. Wir sind der Doku-Workshop vom Filmcamp. Ich bin Nadine. Soll ich mich auch vorstellen? Komm, ja, mach einfach. Ich bin Alicia. Malena. Valentin. Ich habe das Drehbuch geschrieben und führe Regie. Das Schauspieltraining mache ich. Ich mache hier beim Schnitt mit. Ich laufe hier rum, Mädchen für alles. Wenn jemand irgendwas braucht, Technik braucht, irgendwie Hilfe, Requisite. Ich glaube, wo ich so am meisten Lust auf das Ganze hatte, war, als ich die ganzen Drehbücher auch von den anderen bei uns im Regie-Workshop gehört habe. Realität in demjenigen Film unterbrochen. Mein Drehbuch heißt Schuld. Den hatte ich jetzt männlich geplant, aber der kann auch weiblich sein. Dann gibt es eine Schauspielerin. Glück nach oben tragen möchte, kommen die beiden sich näher. Die drei eben sich näher. Er soll in der Nacht spielen, deswegen müssen wir schauen. Jetzt um die Uhrzeit wäre es eigentlich ganz passend. Und ich brauche zwei Schauspieler und ich bin offen für alle Geschlechter. Ich freue mich immer auf die Stimmung, mit allen Leuten zusammen da ein bisschen anzukommen. Am Anfang ist alles noch so verhalten, alle kennen sich noch nicht. Und dann ist immer ein schöner Punkt, wenn man dann als Gruppe zusammenkommt und alle irgendwie dabei sind und alle gehen in ihre Teams und fangen an zu drehen. Das finde ich immer irgendwie schön. Gut, wir gehen noch mal einmal zurück. Wir haben jetzt, wir gucken mal, ob es funktioniert. Hört ihr mir noch mal zu? Also Astrid. Ich bin ja nicht so groß. Also nicht der Größte hier. Und dann habe ich gedacht, dass man mich sieht und auch gut hört. Gehe ich da jetzt mal hoch und erkläre oder teile so ein bisschen die Leute, die Filmteams ein. Wer dreht Freitag, wer dreht Samstag, wer ist Schauspielerin bei der Person? Das Drehbuch bitte mal hier hinstellen. Ganz kurze Bemerkung, komm mal. Nein, ist wichtig. In dieser gelösten, chaotischen Atmosphäre halt sehr viel gesprochen wird und ausgetauscht wird. Und da entsteht was. Der erste Eindruck war erstmal, ob wir die 4 Tage durchhalten. Wenn nicht alles nach Plan läuft, sondern noch ein bisschen daneben, da lernt man auch selber am meisten von. Und als ich das erste Mal hier war, dachte ich auch, Gott, nee, da kann ja gar nichts mehr rauskommen. Aber wie sich dann die Teams dann doch irgendwie wie ein Wunder praktisch zusammengefunden haben. Also das Filmcamp ist immer ein bisschen chaotisch. Da ist sehr viel Improvisation dabei, da ist alles irgendwie durcheinander. Und am Ende kommt aber immer wieder, kommen Filme raus und man denkt, wow, 3,5 Tage, so ein Film, solche Filme, richtig gut. Am liebsten würde ich bei allen Filmen mithelfen, aber das geht ja leider nicht. Und ich glaube, ich freue mich am Ende, alle Filme dann zu sehen. Wir sind da. Haha, stellt euch auf ein bisschen Wartezeit ein. Es ist normal, dass ihr warten müsst auch. Der grobe Plan ist, also wenn ihr noch nicht auf den Plan unten geguckt habt, heute Vormittag geht es nochmal in die Workshops, heute Mittag gibt es Mittagessen, heute Abend gibt es Abendessen. Es wird gewartet. Und ich bin tatsächlich direkt, nachdem sie gepitcht hatte, bin ich von meinem Stuhl aufgestanden und habe sie direkt gefragt, ob ich das für sie machen kann. Und sie hat direkt ja gesagt. Die Leute an sich in den Gruppen haben sich, glaube ich, oder zumindest meine Gruppe hat sich relativ schnell gefunden, sind alle auf mich zugegangen oder ich bin auf die zugegangen und die wirkten eigentlich alle so, als hätten sie Lust drauf. Und das hat mich auch noch mal richtig motiviert. Das hätte man vorher, wenn man das jetzt gesteuert hätte, irgendwie, wäre man nie auf die Idee gekommen, zu sagen, ach, der macht das und der macht das. Ja, du kannst die Tür ruhig ein Stückchen auflassen. Wir machen jetzt nur einen Probendurchgang. So. Damit du einfach hörst, wann du dran bist. Okay? Ja. Das war das Zeichen mit Ja. Ach so. Oh, was ist hier los? Alles gut bei dir? Naja. Ich will nicht, dass sie weiß, dass sie mich so verletzt hat. Kamera? Kamera läuft. Und bitte. Wow! Ja! Nein! Stopp, hören Sie doch auf, Sie verletzen sich ja. Hey!
Hey, für wen halten Sie sich denn eigentlich? Haben Sie... Ach, ja, Sie drehen. Ich habe nicht so oft gesagt, dass du an seiner Schulter stehen musst, ja? Das muss doch hier eigentlich gar nicht mitten im Sit liegen, ja? Jetzt nicht die mehr. Die ganze Zeit frage ich mich, warum Sophia... Man schaffe es jetzt aus dem Sit. Ja, oder... Man sieht halt den Staub, glaube ich. Ja, aber man sieht ihn nicht richtig. Man sieht ihn nicht richtig. Ich lege da ja eh noch was Dunkles drüber. Ja, so ist eigentlich gut. So sieht man gar nichts. Lautstärke ungefähr, es tut mir leid. Ist so gut oder ein bisschen? Vielleicht ein bisschen lauter. Es tut mir leid? Ja. Okay. Ja. Okay. Und bitte. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Schmerz... Sorry. Ich hab's jetzt haspelt. Alles gut. Soll ich einfach nochmal? Geh nochmal zurück, genau, und dann... Und bitte. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Schmerz bereite. Und danke. Da bin ich jetzt echt auch gespannt auf die Filme, dann, die dann am Ende dabei rauskommen. Ne? Ja. Ich fand's krass, wie oft die Sachen wiederholt haben. Und dann jetzt hier, nee, du stehst da, die gehen in die andere Richtung. Ach nee, du musst da, ach, Text vergessen. Das fand ich schon auch echt krass, wie lange das dann dauert. Dann die verschiedenen Perspektiven, Kameraperspektiven. Und wir saßen da dann, glaube ich, 25 Minuten für am Ende 3 oder 4 Clips. Also das ist schon eine Menge, was dann auch irgendwie so ein Film insgesamt beinhaltet. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt ganz häufig überlegen, was für komische Faxen die Kameraleute gemacht haben, um dieses Bild zu kriegen. Mhm. Ja, und wie konzentriert dann auch doch die SchauspielerInnen sein müssen, dass die dann Breakdown, heulen, whatever irgendwie schafft. Ja. Ja. Mhm. Ein verrücktes Ende. Da fällt mir gerade nichts ein. Da bin ich jetzt unkreativ. Ich komme gerade vom Geschirrspülen, da war mein Kopf voll im Geschirrspülen drin. Vielleicht das Aufräumen. Das ist, am Ende seid ihr alle weg. Niemand ist mehr da, nur das Team. Und dann räumen wir auf und hören laut Musik und räumen auf. Und dann findet man Sachen und Reste. Vielleicht ist sowas. Ein einsames Ich einsam am Geschirrspüler. Einfach reinräumen. Musik drunter legen, Pianomusik.